Der FC Schalke 04 hat an der 1000-Freunde-Mauer direkt neben der Arena eine Gedenktafel anbringen lassen. Mit dieser soll die Erinnerung an die jüdischen Mitglieder und Förderer des Vereins wachgehalten werden, die von den Nazis verfolgt und ermordet wurden. Sie waren Schalker, wie wir. Es ist an der Zeit, Ihnen und allen anderen den Platz in unserer Vereinsfamilie zu geben, der Ihr Andenken in würdigen Ehren hält. Denn die Vergangenheit mahnt uns zur Erinnerung und zur Aufmerksamkeit. Wir zeigen Rassismus die rote Karte und setzen uns aktiv für Toleranz und Fairness ein. Zusammen mit der jüdischen Gemeinde und dem Institut für Stadtgeschichte haben wir uns für eine Gedenktafel an der 1000-Freunde-Mauer entschieden, um Leben und Wirken unserer jüdischen Vereinsmitglieder in Ehren zu halten. Der FC Schalke von heute stellt sich erfreulicherweise dieser Vergangenheit. Wir haben es gerade von Herrn Peters gehört. Der Verein hat vor 9 Jahren als, und das muss man auch so deutlich sagen, als erster Bundesligist überhaupt seine Geschichte im Nationalsozialismus erforschen lassen. Und nun nimmt er einen weiteren Schritt. Mit der Gedenktafel erinnert der Verein an jüdische Spieler, an Funktionäre oder Unterstützer des FC Schalke 04. Und das genau, wie ich finde, am richtigen Ort, an der 1000-Freunde-Mauer, dort, wo sich viele Schalker ja immer wieder symbolisch auch versammeln. Ja, erstmal finde ich, dass es ein sehr würdiger Rahmen war und ich glaube auch Schalke dafür steht, Verantwortung zu übernehmen. Und auch, ich sag mal, offen und schonungslos Unrecht aufzuarbeiten. Das in der Geschichte dieses Vereins entstanden ist, sehen, dass es knapp 80 Jahre später ist, das zeigt, dass es auch ein schmerzvoller Prozess war. Sicherlich auch für uns als Verein, aber ich finde es wichtig, diese Mitglieder auch wieder zurückzuholen in den Kreis der Schalker Freunde. Und das ist uns, denke ich, heute sehr, sehr gut gelungen in einem wirklich schönen Rahmen. Reviersport, die Sportzeitung.